Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTubeGamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute geht es mal um Klicks auf YouTube. Und zwar, kleine YouTuber haben es nicht immer leicht auf YouTube. Ja, warum haben die kleinen YouTuber es nicht immer leicht? Ja, das sollte eigentlich jedem klar sein, weil es auf YouTube sehr schwer geworden ist, Aufrufe zu bekommen. Und das muss ich euch unbedingt erzählen, weil ich natürlich auch ganz viele Accounts, also YouTube-Kanäle auf YouTube habe und auch dort regelmäßig YouTube-Videos hochlade, aber teilweise nicht mehr als 5 Klicks bekomme, obwohl ich den besten Videotitel benutzt habe, obwohl ich den die besten Text benutzt habe, aber trotzdem schaut keiner meine Videos. Ja, woran liegt das? Ja, das weiß ich selber nicht. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Aber ich denke, es ist einfach verdammt wichtig, Abonnenten zu haben. Weil ohne Abonnenten auf YouTube heute überhaupt Aufrufe zu bekommen, ist verdammt schwierig, Leute. Es ist verdammt schwierig. Weil die Leute, die machen YouTube an und gucken natürlich, die suchen ja nicht mehr. Das ist das Erste. Die Leute suchen gar nicht mehr nach irgendwelchen YouTubern, sondern die nehmen die YouTuber, die halt gerade populär sind. Gronkh, Sarasa, oder was weiß ich. Oder die anderen Beauty-Schlampen. Genau, die werden angeschaut und die kleinen YouTuber, ja, die interessiert doch keiner. Was sollen die denn eingeben bei YouTube? Hans Wurst 34 oder was? Nee, also das ist so, dass die Leute natürlich die YouTube-Videos schauen, die populär sind. Das ist mal das Erste. Und dann gibt es natürlich die kleineren YouTuber, die werden teilweise angeschaut, teilweise von Schulfreunden, ne? Da ist man in der Schule, sagt, hey, yo, ich habe den Kanal, ich bin der Michael Dormann und ich habe einen geilen YouTube-Kanal und mache da Videos, wie ich da Züge, Filme. Gibt's sowas? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, es ist verdammt schwierig auf YouTube. Und viele benutzen dann noch klickgeile Videotitel, wo ich überhaupt kein Fan davon bin. Ihr werdet niemals von mir ein Video sehen, wo ich einen klickgeilen Videotitel benutzt habe. Und wenn ich einen klickgeilen Videotitel benutzt habe, dann war das irgendein Hacker, der meinen YouTube-Kanal gehackt hat. So, müsst ihr auch mal wissen. So, wie geht man um damit, dass man keine Videoaufrufe hat? Nun ja, man ist erstens mal deprimiert, die meisten YouTuber hören auf. Das sieht man natürlich, kann man verfolgen, habe ich auch schon gesehen, dass viele YouTuber einfach aufgehört haben. Sie hatten einfach keinen Bock mehr, keine Motivation mehr und so war es bei mir damals auch. Keiner hat mich angeschaut. Keiner wollte was von mir wissen. Und heute habe ich eine kleine Community. Ne? Ich habe zwar fast 3000 Abonnenten, aber teilweise auch nicht so viel Klicks auf ein Video. Aber das hole ich wieder rein, indem ich natürlich andere Videos habe, die auch angeklickt werden. Ich komme auf über 1000 Klicks am Tag. Über 1000 Leute schauen meine Videos an einem Tag. Das haben manche kleine YouTuber nicht mal im Jahr. Diese Aufrufzahl. Ich will euch nur eins auf den Weg geben. Benutzt keine klickgeilen Videotitel. Macht eure Videos ganz normal. Gebt eurer Serie, die ihr vielleicht macht, einen Namen, damit der Name eingeprägt wird. Und dann kommen Abonnenten. Und die Abonnenten schauen dich und die empfehlen dich vielleicht weiter. Und so funktioniert das. Und dann hast du irgendwann mal deine kleine Community. Und mehr muss nicht sein. Und glaub mir, du willst kein klickgeiler, großer YouTuber werden. Sowas willst du nicht werden. Ehrlich. Sonst endest du wie ein Mert Martan. Und das will ja keiner werden. Wer will denn schon ein Mert Martan werden? Also, willst du dein Geld mit solchen beschissenen Videos verdienen? Alter, ganz ehrlich. Ich bin toleranter Muslim. Ich bin selber Muslim, halber Muslim. Aber, Leute. Und liebe Muslime, die auch zuschauen. Ey, wollt ihr wirklich euer Geld mit Pranks verdienen? Leute, ihr müsst Videos machen,
die euch Spaß machen und nicht immer alles kopieren. Mir ist es auch schon auf YouTube aufgefallen, dass jetzt YouTuber andere YouTuber kopieren. Kann ich nicht verstehen. Nicht mal nachvollziehen. Nicht mal ein bisschen nachvollziehen. So. Und ja, macht eure Sache, die euch Spaß macht. Und wenn es euch Spaß macht, mit der Kamera in die Natur zu gehen und irgendwelche Wildpflanzen zu filmen, dann filme die Wildpflanzen und stell's auf YouTube. Und wenn du deinen eigenen Charme reinpackst, dann schauen das auch Leute an. Wenn du aber einfach nur so hingehst und sagst, ja, das ist die Stechpalme. Und ja. Ne, du musst sagen, ja, Leute, was geht? Das ist die Stechpalme. Und ihr Gift ist tödlich. So, ich soll nicht sagen. Du musst einfach Emotionen rüberbringen und nicht einfach so dein Video anfangen. So zum Beispiel. Hallo, GTA Let's Play. Wir spielen jetzt GTA. Immer in der gleichen Tonlage. Was bringt dir das? Ich sehe das natürlich auch von anderen YouTuber. Leute, ihr müsst einfach ganz normal sein. Ganz normal. Und verstellt euch nicht. Und man muss auch gar nicht aufgeregt sein auf YouTube. Und dann kommen auch die Klicks. Das ist die Botschaft, die ich vermitteln will. Und jetzt bin ich schon wieder hier. Ich fahre hier wieder nur Bullshit fahre ich hier. Ich fahre nur Bullshit, Leute. YouTube Gamescom fährt nur Bullshit. Ist ja auch egal. Und jo. Haut auf jeden Fall rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer Gamescom auf der PlayStation 4. Und gebt nicht gleich auf, wenn ihr kaum Videoglücks habt. Weil Abonnenten ist ein wichtige Sache bei dieser ganzen Sache, weil ohne Abonnenten hast du heute auf YouTube keine Chance, Klicks zu bekommen, weil es einfach zu viele YouTube-Videos gibt und auch zu viele Let's Player. Schuld daran ist auch die PS4 mit dem integrierten Aufnahmeprogramm, aber das ist eine andere Geschichte. Haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Gamescom auf der PlayStation 4. Ciao!